Hey Leute, sehen die Filmstudios Potenzial in einer Filmreihe, geben diese noch bevor der erste Teil in die Kinos gekommen ist, den zweiten bereits in Auftrag. Bei den folgenden Filmen hätte man eventuell die Reaktion der Zuschauer zum ersten Teil abwarten sollen. So hätte man sich die Peinlichkeit, diese Filme dann doch wieder abzusagen, gespart. Deswegen heute für euch 5 Filme, die so schlecht waren, dass der zweite Teil sofort wieder abgesagt wurde. Los geht's! The Lone Ranger. Johnny Depp spielte bereits eine Palette von Charakteren. Allerdings waren die Zuschauer bei seiner Rolle als der Indianer Tonto in Disneys Lone Ranger alles andere als begeistert. Laut dem Schauspieler Armie Hammer hatten die Schauspieler für eine Fortsetzung bereits unterschrieben. Jedoch wurde dem Film leichter Rassismus vorgeworfen und er spielte ein sehr schlechtes Einspielergebnis an den Kinokassen ein. Johnny Depp machte hierfür die Kritiker verantwortlich, da diese eine so hohe Erwartungshaltung zum Film geschaffen hatten, sodass der Film diesen gar nicht gerecht werden konnte. Weiter geht es mit John Carter zwischen zwei Welten. Ein weiterer Film von Disney, der an den Kinokassen massiv floppte, ist der Film John Carter zwischen zwei Welten. Was ich ehrlich gesagt nicht wirklich verstehe, da der Film eigentlich ganz gut ist. Naja, der Name des Films wird neuerdings auf jeden Fall als Adjektiv für einen schrecklichen Film verwendet. Dabei waren die Kritiken zum Film gar nicht mal so schlecht. Was den Film allerdings komplett zerstörte, waren die ausbleibenden Einnahmen, die diese potenzielle Filmreihe an den Kinokassen nicht machten. Bei 250 Millionen Ausgaben machte der Film lediglich 284 Millionen Dollar weltweit, was für die Verantwortlichen natürlich viel zu wenig war. Und weiter geht es mit Terminator Genesis. Wie Terminator Salvation zuvor konnte der 2015 erschienene Film Terminator Genesis nicht da anknüpfen, wo die Filmreihe mit dem dritten Teil aufhörte. Dies konnte auch Arnold Schwarzenegger in der Kultrolle des Terminators nicht ändern. Der Film machte bei Fans und Kritikern überhaupt keinen guten Eindruck, weshalb die Fortsetzungen dementsprechend ohne jede Überraschung gecancelt wurden. Und kommen wir zu Der Kater mit Hut. Filmadaptionen von Dr. Seuss wie Der Grinch oder Horton hört ein Hu machten eigentlich immer einen guten Eindruck und waren bei Kritikern und Zuschauern recht beliebt. Allerdings waren sie dem Kater mit dem Hut aus dem Jahre 2003 nicht sehr angetan. Der Film bekam lediglich 10% bei Rotten Tomatoes und nahm nicht allzu viel an den Kinokassen ein. Seuss Ehefrau Audrey Geisel verbot infolgedessen jede weitere Fortsetzung des Films. Doch wir setzen fort mit Hänsel und Gretel, Hexenjäger. Märchenfilmadaptionen sind nach wie vor sehr beliebt bei den Zuschauern. Aber irgendwie mochte wirklich niemand, was mit Paramount Pictures Hänsel und Gretel, Hexenjäger passierte. Wobei ich den Film ehrlich gesagt ziemlich lustig fand, es handelt sich hierbei ja schließlich auch um einen Trash-Movie. Naja, ist natürlich einfach Geschmackssache. Jedenfalls wurde der Film von den Kritikern absolut zerrissen und weitestgehend von den nordamerikanischen Kinogängern ignoriert. Also wurde Hexenjäger Teil 2, welcher dieses Jahr eigentlich in die Kinos kommen sollte, kurzerhand einfach abgesagt. Ja Leute, aber welche Filme kennt ihr denn noch, die eigentlich super schlecht waren, aber trotzdem eine Fortsetzung bekommen haben? Schreibt eure Meinung einfach mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr jetzt noch eine positive Bewertung dalassen und das Video mit euren Freunden teilen. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bleibt gesund. Peace out.